Hallo und herzlich willkommen hier bei Gemeinsamen Bewegungen, dem Ask the Göttingen Podcast, in dem wir euch mit hinter die Kulissen unseres modernen Großsportvereins nehmen. In der heutigen Episode habe ich mir endlich mal wieder unseren Vorsitzenden Jörg Schnitzerling geschnappt. Der ist ja tatsächlich nur zum Auftakt unseres Podcasts bislang zu Wort gekommen. Es wurde also dringend mal wieder Zeit. Und tatsächlich gab es auch ein super Thema, über das ich mich mit ihm unterhalten konnte. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir uns ja zu unserem 175-jährigen Jubiläum einen Wald zum Geburtstag gewünscht und diesen auch bekommen. Mittlerweile konnten wir wirklich viele Spenden sammeln, über 20.000 Euro sind schon zusammengekommen und damit auch über 2.000 Bäume für den Göttinger Stadtwald. Und tatsächlich haben wir jetzt im April die ersten Bäume im Stadtwald gepflanzt, nämlich 1846 Eichen. Und genau darüber habe ich mich mit Jörg unterhalten. Wir haben die drei Pflanztage Revue passieren lassen und natürlich auch darüber gesprochen, wie es mit der Aktion noch weitergeht und was uns aktuell sonst noch so bewegt. Auf euch wartet eine kurze, knackige Folge und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Hören. Hallo lieber Jörg! Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mal wieder hier mein Podcast-Gast bist. Weißt du warum? Du warst ja nur zum Auftakt da und seitdem nicht mehr. Wie? Ja, Skandal. Wir reden eigentlich so viel miteinander, aber hier im Podcast haben wir das seitdem nicht mehr gemacht. Und wir haben im Sommer letztes Jahr den Podcast gestartet, Juni, Juli. Also da haben wir jetzt auch schon ordentlich was veröffentlicht und deswegen wird es ganz dringend Zeit, dass du mal wieder hier bist. Naja, aber du triffst mich ja schon jeden Donnerstagmorgen in unserem Wohnzimmer. Du musst mich ertragen, wenn ich mit irgendwelchen Politikern über politische Themen diskutiere. Also ich finde, da hast du schon genug mit mir zu tun, meine liebe Linda. Wir wollen es ja nicht übertreiben, nicht? Das stimmt. Aber siehst du, es spricht für dich, dass ich trotzdem nochmal mit dem Podcast hier zu dir komme. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Genau, weil ich dachte, es ist eigentlich jetzt ein schöner Zeitpunkt. Wir haben ja ein paar spannende Tage hinter uns, denn wir waren ganz viel im Wald und haben Bäume gepflanzt. Und ich finde, es ist ein guter Aufhänger, dass wir das nochmal Revue passieren lassen. Erzähl doch mal, wie hast du unsere Baumpflanzaktion erlebt? Bist du zufrieden? Wie war es für dich? Also die Baumpflanzaktion war einfach schön. Und wenn ich das nur mit diesem einen Wort beschreibe, dann hat das auch eine besondere Bedeutung. Ich will hier keine großen Reden schwingen, sondern es ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn du siehst, wie viele Menschen viele Bäume in die Erde setzen, wie sie zufrieden das Feld verlassen, wie sie sich mal ein Stück weit mit Nachhaltigkeit, mit Wurzel, mit Erde und mit dem, was daraus werden kann, auseinandergesetzt haben. Wenn man einfach mal Fragen beantworten kann, warum wird da ein Loch gegraben, in das man den Baum reinsetzt? Warum wächst der nicht von allein? Warum muss man so viele Bäume pflanzen? Die können doch nicht alle hier groß werden. Also man hat schon gesehen, wie viele Menschen wir allein dadurch, dass wir Antworten gegeben haben, einen ganz anderen Bezug zur Natur gegeben haben. Und ich konnte das ein Stück weit, weil ich selbst aus der Landwirtschaft bin. Wir haben 5 oder 6 Personen von der Göttinger Försterei dabei gehabt, die die Menschen ganz toll informiert haben und sie unterstützt haben beim Bäumepflanzen. Es war einfach ein richtig schönes Erlebnis. Das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen. Und was ich auch besonders schön fand, ist, dass das Wetter immer auf unserer Seite war. Es hat drumherum gestürmt, gehagelt, geschneit, geregnet. Aber immer, wenn wir unsere Zeitfenster zum Pflanzen hatten, kam sogar die Sonne nochmal raus. Ja, das muss daran gelegen haben, dass ich gesagt habe, es werden Bäume gepflanzt, egal bei welchem Wetter. Und ich werde draußen sein, ob es regnet, stürmt oder schneit. Und ich glaube, der liebe Gott hat das gehört und wollte das jetzt nochmal ganz deutlich machen, dass er uns ein gutes Wetter zum Baumpflanzen gibt. Nämlich ein Wetter, bei dem man mit zwar nassen Füßen und viel Knetsch unter dem Schuh den Wald verlässt, aber man verlässt ihn zumindest oberhalb der Knöchel trocken. Das stimmt. Und hinterher regnet es und das ist das Beste, was den Bäumen passieren kann. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und tatsächlich haben wir ja auf dieser Fläche nun 1846 Eichen gepflanzt. Und du hast es schon beschrieben, da kamen ja auch ein paar Fragen auf. Ist es jetzt tatsächlich so, dass da in ein paar Jahrzehnten 1846 Eichen groß gewachsen stehen?
Theoretisch ja, aber in der Realität ist das etwas anders. Also einige Pflanzen werden nicht angehen, ich denke mal so 8%, 10%, mhm. die werden dann nachgesetzt im nächsten Jahr. Das haben wir übrigens auch bezahlt schon. Okay. Das ist alles schon eingerechnet in den Preis. Mhm. Und dann wird man so in 20 Jahren schauen, wie viele Pflanzen man wegnimmt, damit die anderen nach oben wachsen. Warum pflanzt man aber so viel dann? Man pflanzt so viel, dass die sich gegenseitig zum Wachsen anregen. Mhm. Also man will den Wettstreit des Baumes anregen. Okay. Und so schafft man auch, dass die Besten sich durchsetzen am Ende und die Schnellsten, die mhm. mit den geradesten Stamm. Die sollen sich dann am Ende durchsetzen und sollen den Kampf ums Licht gewinnen. Mhm. Die anderen sollen den Kampf ums Licht verlieren. Mhm. Und wenn dann der Boden bedeckt ist und keine Sonne mehr auf den Boden kommt, lassen auch die sehr, sehr umfangreichen Arbeiten für die Försterei nach, weil sie müssen nicht mehr um die Bäume herum sauber machen. Mhm. Und das erreicht man durch viele Bäume. Mhm. Und dadurch werden so viele Bäume gepflanzt. Und ich glaube, dass am Ende... Das heißt, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, 175 Eichen übrig bleiben. Das sind dann die, die unser jetziges Jubiläum widerspiegeln und hoffentlich dann in 175 Jahren der Stadt Göttingen eine tolle Einnahme bescheren, die sie dann dem Sport hoffentlich wieder zur Verfügung stellt. Ja. Also auf jeden Fall gelungene Aktion. Viele Menschen waren dabei, haben sich beteiligt. An dieser Stelle würde ich sagen wir auch nochmal allen Spenderinnen und Spendern ein großes, großes Dankeschön, die das schon möglich gemacht haben. Aber es war ja noch nicht das Ende dieser Aktion, richtig? Ja, aber ich erlaube mir, dich noch ein bisschen zu ergänzen, meine Unbedingt. Lieben Kinder. Es ist schön, wenn man sieht, dass Kinder 5 € spenden. Mhm. Und es ist schön, dass Erwachsene das, was sie können und wollen, spenden und dass Firmen auch das, was sie können und wollen, geben, nämlich wirklich zum Teil tolle Beträge. Und ja. Es sind große Spenden bis zu 10.000 € dabei und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das erlebt. Und wenn ich jetzt so Zweien, die auch beim Pflanzen kräftig geholfen haben, nämlich die Sparkasse und die Stadtwerke in besonderer Form, danke dann stellvertretend für alle, die sich beteiligt haben. Aber ein großer Erfolg war auch, dass wir ganz tolle Freunde gefunden haben. Und diese tollen Freunde sind die Menschen, die mit uns gemeinsam die Bäume gepflanzt haben von der Göttinger Forsterei. Ja. Das ist Frau Chaya, die Lena Chaya, die dieses Projekt so toll findet, dass sie schon lacht bis zu den Ohrläppchen, das wenn stimmt. sie nur davon hört. Und die vielen, vielen Mitarbeiter der Försterei, die dieses Projekt begleitet und unterstützt haben. Eine ganz, ganz tolle Entwicklung, eine ganz, ganz tolle Freundschaft, die sich dort, glaube ich, gerade aufbaut. Und es ist gut so, denn wir wollen ja noch was hinterherlegen. Es soll ja ein FÖJ im Sport, im Wald entstehen. Und wir wollen noch eine Obstwiese anpflanzen. Ja. Und wir wollen auch hier oben im Moltengrund den wunderschönen Baumbestand wieder ein bisschen aufarbeiten und ein paar Edelhölzer, die in den letzten Jahren abgängig waren, wieder aufnehmen. Ich glaube, dass da noch ganz, ganz tolle Ideen im Raum stehen, die wir zusammen mit Frau Chaya entwickelt haben und die wir dann in diesem Jahr alle noch umsetzen wollen. Genau. Und Lena Chaya war ja auch so begeistert, dass sie jetzt auch mit uns sporteln möchte und bei uns Mitglied werden möchte. Also ich würde mal sagen, das ist ein gutes Rundumpaket für alle Beteiligten. Ja, und wenn wir dann noch die anderen Förstereien dazu bringen, sich auch mal anders zu bewegen als genau. nur im Wald, dann ist das sicherlich auch positiv für den Körper. Ja, wenn ich das auch so beobachtet habe da vor Ort, also zum einen natürlich, die haben ja dann doch auch ganz ordentliche Maschinen da zu bewegen teilweise, aber auch ja viel in gebückter Haltung, da tut einem vom Zugucken schon der Rücken weh. Ich glaube, da wäre so ein bisschen Rückenfitness hier gar nicht schlecht für den einen oder anderen, so also als Ausgleich. Gut, Linda, da bist du eher die Expertin, ich weniger. Ja. Also ich würde dann mehr über den Wald erzählen, du genau. dann über die Rückenfitness. Genau. Ja, ich habe auch schon mit Lena nochmal gesprochen, also so im Herbst wird es wahrscheinlich dann weitergehen mit den restlichen Bäumen, die wir dann noch pflanzen wollen und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Genau, das war auf jeden Fall das Wichtigste, was ich hier heute im Podcast mit dir besprechen wollte. Wenn wir jetzt aber hier schon mal so zusammen sind, gibt es noch irgendwas, was du hier gerade im Podcast gerne mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörern mal wieder mit auf den Weg geben wollen würdest oder irgendetwas, was dir wichtig ist im Moment?
Ja, also wenn wir beim Jubiläum bleiben, dann wollen wir natürlich jetzt uns im Sommer mit dem Sportabzeichen beschäftigen und ich freue mich drauf, wenn ich dann viele hundert Menschen im Jahnstadion treffen darf, wenn sie versuchen, das goldene, das silberne oder das bronzene Sportabzeichen zu machen. Die vielen, vielen Kinder, die Hoppel und Bürste machen wollen, aber auch unsere Senioren, die sich sicherlich auf das Park spazieren gehen und Parksporteln freuen. Ich bin total happy und finde, damit machen wir nochmal ein ganz anderes Jubiläum auf, denn das, was wir eigentlich wollten, uns als Sportverein zu zeigen, wird uns nur in diesem Jahr nur sehr, sehr, sehr schwer gelingen. Und ich glaube, dass wir gute Alternativen gefunden haben, mit denen wir die Menschen in Göttingen von ihrem ASC hier in Göttingen auch begeistern können. Das stimmt. Hoffen wir mal, dass das alles so noch stattfinden kann. Aber Outdoor ist ja schon mal eine gute Sache, die ein bisschen realistischer ist als alles andere. Und wir machen wie immer das Beste draus, würde ich sagen, oder Jörg? Ja, wir machen das Beste draus. Wir werden auch unseren eigentlichen Jubiläumsfeier, unsere eigentliche Jubiläumsfeier nach außen verlegen. Wir werden an die Sternwarte gehen, denn wir haben, das ist die große Freude, dass der Ministerpräsident uns gern gratulieren möchte zu unserem Jubiläum. Und wir werden ein kleines Sommerfest mit einer begrenzten Personenzahl, pandemisch begründet, direkt an einem sehr historischen, einem anderen sehr historischen Ort feiern. Und auch da freuen wir uns sehr drauf und sind jetzt in der Planung, das auch umzusetzen. Ich denke, dass wir unter den dies Jahr uns gegebenen Bedingungen trotzdem eine würdige Feier oder würdige Feierlichkeiten im Rahmen der Feier begehen können. Und das ist dann keine große Feier mit viel Essen, Trinken und Tralala ist. Da können wir, glaube ich, in diesem Jahr alle gut mitleben. Das stimmt. Auf Engtanz muss verzichtet werden. Jawohl. Ist okay. Kriegen wir ausnahmsweise gelöst, denke ich. Ja, vielen Dank dir. Kurze Folge heute, einfach um mal wieder ein bisschen Revue passieren zu lassen, kleinen Ausblick zu geben. Ich glaube, das ist uns gut gelungen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch wahrscheinlich nicht böse drüber, wenn sie mal nicht eine super lange Folge anhören müssen. Ich finde es gut, dass wir das heute mal kurz gemacht haben, Genau. weil das soll auch ein abschließender Bereich sein, den wir heute beschrieben haben. Ich komme gerne wieder zu dir in den Podcast und sage mal was über Kitas oder über Bogensporthäuser. Da Das können kommt ja wir was. gern mal wieder machen und ich freue mich dann, wenn ich dazu dann ein paar Sätze sagen darf. Genau. Super, dann dir vielen lieben Dank und ja, wieder ran an die Arbeit, würde ich sagen. Ja. Bis bald, Jörg. Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen hat. Und wir sind immer dankbar für Feedback, sowohl positives als auch vielleicht kritisches Feedback, für Wünsche, was wir mal in unserem Podcast ja thematisieren sollen, mit wem wir sprechen sollen. Also lasst uns da gerne Infos zukommen, schreibt uns eine E-Mail an podcast@asc46.de oder kontaktiert uns über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns natürlich auf Facebook, auf Instagram. Schaut gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es viele spannende Videos aus dem Verein, aber auch einige sportliche Videos zum Mitmachen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Die Folgen, die euch besonders gefallen haben, vielleicht mit euren Freunden, Familie oder einfach über Social Media teilt. Und lasst uns gerne auch eine Bewertung über Apple Podcast da, damit noch mehr Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden. Ansonsten, wenn ihr noch mehr über unseren Verein und unsere Angebote wissen wollt, dann schaut auch gerne auf unserer Homepage www.asc46.de vorbei. Dort findet ihr alle Informationen rund um unseren Verein. Und natürlich findet ihr auch dort die Infos zu unserem aktuellen Sportangebot, wie zum Beispiel unserem 46er TV, unserem, ja, sag ich mal, Internet-TV-Kanal, wo nicht nur Live-Sport, sondern auch viele andere Inhalte zu konsumieren sind. Und wir freuen uns, wenn ihr dort auch mal einschaltet. Wenn ihr zudem mehr über unser Jubiläum und unsere Jubiläumsaktionen erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal unter 175-Jahre-ASC.de vorbei. Und ansonsten jetzt noch einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Folge.